Wo will das Mistvieh hin? Es sieht komisch aus. Wow! Okay, da muss ich an den Move von Car Zero denken. Sonic Adventure. Ach, du kannst auch, stimmt, man kann auch schnell schwimmen. Hab ich voll vergessen. Lass mal stecken. Lass mal stecken. Ja. Ich bin leider nicht so mobil wie du. Könntest du bitte mal... Dankeschön. Ja, jetzt ist meine Ausdauer im Arsch. Verdammt. Ja, da erschlägt mich dein Strahl. Was auch immer der Strahl darstellen soll. Eisstrahl. Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Dankeschön, ich hasse es. Dafür, dass ich Y als Angriffstaste wähle. Ich hasse es. Wow. Das war ein cooler Move. Das war wirklich cool. Boah. Ich glaube, ich sollte meine Waffen gegen den wetzen. Weil gegen den Rücken komme ich nicht an. Zumindest ein paar Stellen auf dem Rücken. Ja, da die Stelle. Der Bauch ist übelst verwundbar. Genau, hau oben drauf. Cha-cha, hau oben drauf. Ja, ich muss gucken. Gucken, dass ich an die Panzerung oder an den Bauch komme. Und da am Kopf, stimmt, am Kopf habe ich ja auch, ist auch nicht Panzerung jetzt so angefertigt. So, ist gut. Gucken, ob ich das schaffe in den 10 Minuten, dass ich viel Platz bekomme. Nein, falsche Taste schon wieder. So. Ich muss mir das echt merken mal. Nope. Hier hast du was auf den Kopf. Och nö. Einfach nicht bewegen. Ich sehe nix. Oh. Ich weiß gar nicht. Ich komme gerade nicht hinterher, die Kamera so zu bewegen, dass ich das Vieh angreifen kann. Nicht in den Strahl. So, jetzt wechselt das die Ebene. Oh. Hätte ich das gewusst. Also wir haben noch Bombenfässer. Mhm. Lebenspuder. Also Luft habe ich gerade eingesammelt, stimmt. Wenn man einen Wetzstein zu benutzen, wäre das schlecht. Na komm, nehmen wir die Megatränke, die ich jetzt schon unnötigerweise so oft verwendet habe. So, zwei Tränke habe ich noch und einen Megatrank. Mal gucken, ob das reicht. So, dann gehen wir mal dahin. Auf Ebene 11 kann das Vieh nicht auftauchen. Und mal gucken, wie die Ebene 11 aussieht. Oh, da sind Haie. Nein, schon wieder den nächsten Trank reingeschmissen, aus Versehen. Ha, wow, komm her. Jetzt habe ich wieder... Jetzt habe ich wieder maximal Klingenstärke hier. What the fuck? Willst du mich verarschen? Haut es wieder ab? Danke, 5 Minuten verbleiben und das Vieh haut ab. Hat dreimal draufgehauen. Vieh lacht sich einen kaputt, weil ich wieder falsch Tasten drücke und haut ab. Yes, sir. Ja, ich will ein bisschen auftauchen. Sag jetzt nicht, du gehst an Land. Mistvieh. Ja, es ist an Land gegangen. Ja, ich hab's mir schon gedacht, dass du aufs Wasser feuerst.
Es sieht nicht sonderlich erschöpft aus, möchte ich mal merken. Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Haut mich, schlag mich. Meine Güte, ich lern's nicht. Ach. Yes, sir. Dizzy, dizzy, dizzy. Autsch. Yes, sir. Jetzt kann ich den letzten Trank reinschmeißen. Stimmt, ich habe ja noch das Lebenspulver. Darf ich nicht vergessen. Lebenspulver kann ich auch noch zum Fallen verwenden. Ich glaube, es sieht schlecht aus für uns. Vor allem, weil ich so unnötig die Items verschwendet habe. Hab ich nur das Lebenspulver. So, einmal nehmen wir das und dann... Kannst du mal aufhören mit deinem Eisstrahl? Dankeschön. Oh, ich hab's nur umgeworfen. Wie so ein Carpador, Carpador, Carpador. Wie so ein Carpador. So. Ja. Super. Jetzt wusste ich... Oh, spam doch weiter damit. Ich wollte nicht ins Wasser. Super. Bin hier. Hab keine Heil-Items mehr. Viel Spaß. Meine Güte. Jetzt humpelst du. Mistvieh. Okay. Waffen wegstecken und gucken, ob wir das noch irgendwie drehen können. Weil die Zeit wird mir langsam knapp. Ich glaube, ich vergeige es wegen der Zeit und weil ich die Items einfach kontinuierlich einfach rausgepulvert habe. Unbeabsichtigt. Komm, den können wir eigentlich... Ach stimmt, den könnten wir eigentlich dauerhaft aktivieren. Das ist der Sprintsaft. Ja, ist mir eigentlich... Nee, ich lege gar kein Item drauf. So. Dann kann ich eigentlich dauerhaft in diesem Rage-Modus bleiben und habe keinen Ausdauerverlust. Wie auch immer das Vieh. Da bist du. Zieh mal deine Waffen. Ja, gib mir den Body Slam des Todes. Hallo. Genau, Rage-Modus an. Ey, ich hab ein Hai noch in meiner Arschbacke. Oh ja, komm. Zieh mal deine Waffen, Rage-Modus an. Ja, ich sehe nichts. Nicht genug. Meine Güte. Komm jetzt. Stirb einfach. Stirb. Mistvieh. Rage-Modus. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt die besten Stellen treffe, aber ist mir vollkommen Wurst. Irgendwie muss ich dem Vieh jetzt noch Schaden machen. Oder auch nicht. Okay. Ich hab's versiebt. Quest nicht erfüllt. Danke fürs Spiel. Ja. So, ich zeige euch jetzt erstmal noch die Dinge, die jetzt vorher nicht zu sehen waren. Und danach, ja, weiß nicht, ob ich mich nochmal mit dem Vieh anlege oder nicht. Also ich zeige euch jetzt einfach nochmal schön die Ebenen und halt das, was nicht bekannt ist aus den anderen Teilen. Hammer ist bekannt,
Jagdhorn ist nicht bekannt. Gewehrlanze ist nicht bekannt. Also wie gesagt, aus dem Retail. Ich denke mal, andere kennen das vielleicht auch noch, die die anderen Teile davon gespielt haben. Aber Armbrust würde ich mal sagen, ist auch auf der Wii vertreten. Den Bogen, den finde ich interessant, den würde ich auch den noch mal ausprobieren. Also persönlich ist das so ein Ding, was ich auch gerne ausprobieren würde. Ich würde jetzt gerne mal das Jagdhorn nehmen. Einfach mal, um mir das anzugucken, was dieses Horn eigentlich kann. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Außer, dass ich jetzt wieder sinnlos Items verwende. Okay. Okay. Aha. Oh. So ein riesiger Sarg hier in der. Okay. Def hast du nicht. Okay. Okay. Also das waren eben gerade die Angriffsmove des Jagdhorns. Und jetzt schauen wir uns nochmal hier die Ebene komplett an. Wo wir zu einem Teil der Ebene nicht hinkommen, das ist in die Richtung. Wenn es sie überhaupt gibt, sagen wir es mal so. Und schauen wir uns nochmal hier um. Ich glaube, ich habe noch genug Ehrgeiz, um das andere Vieh mit dem Morphaxe platt zu machen. Wenn es eine gute Morphaxe ist. Wenn es eine blöde ist, dann lassen wir das. Okay, hier sind Gigis. So ein Nest davon. Aha. Gut. Dann komme ich jetzt erstmal zu 6. Die Ebene wirkt ein wenig größer. Mal hochklettern. Wow. Ja, gib mir ruhig diese ganzen. Wow. Ganzen Tänze. So, dann mal ab in die 7. Hallo, dich gibt's ja auch noch. So, in die 2 will ich nicht. Die 2 kennen wir schon. Ich will noch in die 4 gehen. So. Okay, die Höhle hatte ich viel dunkler in Erinnerung. Hier können wir was mit der Spitzhacke machen. Okay, komm. Ah, okay, da machst du den Tritt. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Okay. Winken. Ah, die Gestiken. Gucken wir mal durch. Nicken. Ha. Stolz. Winken. Das winken immer. Okay. Okay, also die haben eigentlich nichts an den Gestiken verändert. Relaxen. Yep. Schattenboxen. Okay. Ja, ist gut. Stolzieren. Tanzen. Okay. Gut, Gestiken sind wirklich tatsächlich alle gleich. Ja, Quest brechen wir jetzt ab. Ich würde gerne euch, wie gesagt, die anderen Klassen noch zeigen. Und das ohne ein überdimensionale Parts jetzt hier zu haben. So. Also das. Die Ebene würde ich euch dann noch zeigen. Komplett.
wie es jetzt aussieht. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass die an der Wassergrafik etwas dann noch verändert haben im Nachfolger, aber ich weiß es einfach nicht. So. Die Gewehrlanze. Aber ich würde gerne erstmal den Bogen jetzt machen. Danach die Gewehrlanze und danach, glaube ich, prügel ich mich noch mit dem Monster rum. Glaube ich. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich teste erstmal, wie ich mit der Morph-Axt hier klarkomme. So. Dann gucken wir uns mal das Ding. Okay. Also nichts mit anvisieren, oder wie? Ah, doch. Ha. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Na, mal gucken. Boah. Die erwarten jetzt ernsthaft, dass ich das... Okay. Geht das? Geht. Okay. Nee, eigentlich... Naja, jetzt habe ich schon wieder so einen Trank benutzt. Ah, okay. Hat auch einen Nahkampf. Das ist gut. Auch mal einen Nahkampf zu haben. Gut. Könnt ihr mal aufhören, die Mistviecher da hinten zu quälen? So. Ich möchte mir noch die Ebene hier ein bisschen angucken. Auch wenn ich jetzt bisher der Meinung bin, dass noch viele Grafiken nicht wirklich überarbeitet wurden. Es wirkt zwar hochauflösender, aber an gewissen Punkten noch nicht. Ich bin echt mal gespannt, wie weit sich die Demo jetzt von dem dann unterscheidet. Und was ich jetzt noch nebenbei mir einfällt, ich frage mich, wie sich der Bogen unter Wasser schlägt. Also, bevor ich da hinten hochgehe, gehe ich erstmal hier lang. Bevor ich das hier, die Höhle begutachte, ich möchte noch das Gebiet hier. Ha. Gut. Oh, die Ausdauer, ich hab's ja voll vergessen. Haben wir nicht einen Ausdauertrunk? So. Können wir halt dauerhaft laufen. Passt. Ganz einfach. So. Die Kelbis. Ihr Mistviecher, ihr, die mich immer hier paralysiert haben, ey, ihr seid so nervig. So, genau auf das war ich gespannt, ob das hier jetzt... Ja. Gewissermaßen sieht es detaillierter aus, aber in gewissermaßen ist es auch, wirkt es gleich. So zweideutig. Aber jetzt springen wir mal hier runter. Hier waren wir zwar schon, aber... Da hinten ist ja auch noch eine Stelle. Ich hoffe echt, die überarbeiten die Wasseroberfläche. Oder das ist wirklich, dass nur wirklich eine Demo so ist, weil die ist schrecklich. So. Ach nö. Hast du mich schon bemerkt? Ich schwimme mich einfach mal hier schnell raus. Nö, hast du mich nicht bemerkt. Okay. Ich schwimme einfach raus. Bla, di da, di da. Ist gut. Ja. Okay.
Okay, zwischen Unterwasser und Land gibt es keinerlei Unterschiede in Anwendung des Bogens, wie es aussieht. Okay, die Höhle sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus als vorher. Wesentlich. Mal gucken, ob ich euch so ein Vieh Jagd kriege. Also aus dem Stand da heraus auf jeden Fall nicht. Naja. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich breche die Quest ab und hole mir jetzt die Gewehrlanze noch. Schau mir die an und danach gucke ich mal, ob ich mit der Morph-Axt klarkomme. Wenn ja, dann mache ich, kämpfe ich nochmal mit gegen das Mistvieh da. Und mal gucken, mal gucken. So. Na komm. Ach, das ist schwer. Oh. Gut, kein Wunder, dass ich das jetzt nicht gekriegt habe. Ich hätte gedacht, das sind beides gleich schwere Missionen. Ja, ich möchte zur Quest aufbrechen. Also, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Also, auf dem Bildschirm, was da überhaupt zu sehen ist, man sieht die Lebensleisten dieser kleinen zwei Fuzzis. Ich kann in den Inventarbeutel reingucken, was ich aber auch. Oh, ich kann auch treten hier rüber. Achso, und meine Gestiken kann ich über Schnellbefehl machen. Ja. Und ich kann halt hier meine Items. Geht das? Sieht man das hier auch gleich? Okay, er verwendet sie sofort. Also ich kann meine Items hier über Schnellbefehl regeln, was ich jetzt eigentlich bisher unnötig finde. Ich verwende schon wieder Items unnötig. So. Okay. Parts. Okay, man kann es auch übertreiben. Okay. Wie verwendet man jetzt die Schüsse? Okay. Ah, verstehe. Bam. Okay. So. Achso, die Truhen habe ich ja noch gar nicht gecheckt. Kann die. Ah, man kann ja auch. Hätte ich das gleich gewusst. Hätte einiges erleichtert. Zumindest hiermit. Naja. Schau ich mir mal an, ob die. Ah, nee. Immer noch gleich, wie vorher auch. Gut. Dann würde ich sagen, ich spreche die Quest mal ab. Guck, ob ich mit der Steuerung mit der Morph-Axt klarkomme. Wenn ja, dann probiere ich mich an dem Monster. Wenn nein, dann warte ich, bis der Spiel rauskommt, bevor ich dieses Monster platt mache. Ich denke mal, ich komme mit der Steuerung nicht klar, weil, wie ihr es schon gemerkt habt, ich verwende zu oft die Heil-Items. Und ich kann auch hier die Steuerung jetzt nicht umlegen. So. Meine geliebte Morph-Axt. Nein. Das, okay, ich hätte schon gedacht, wenn man auf Nein kommt, kommt man vielleicht in ein Trainingslager. Das wäre ja auch gut gewesen. Wenn man so die Dinge kurz so antesten könnte. Also besser antesten könnte als hier. So. Ich höre schon wieder die falsche Taste. So. Okay. Ich würde jetzt gerne wissen, ob man die. Damit kann ich das so machen. Okay. Geht das noch? Ey, das ist ja blöd. Damals konnte man die Morph-Axt nämlich direkt blank ziehen. Also gecharged. Kann man das jetzt nicht mehr? Das wäre blöd. Ganz ehrlich, das fänd ich jetzt blöd. Ich versuche gerade herauszufinden, wie ich die blank ziehen kann.
Damals konnte man das nämlich. Na, schade. Doch, da! Wie habe ich das jetzt gemacht? Okay, so geht das nicht. Wie habe ich das jetzt eben gemacht? Ah, okay. Man kann sie da blank ziehen. Yes, sir, wieder Spam mit der Morphaxt. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal. Ihr habt die beiden Monster gesehen. Ich würde jetzt sagen, das reicht für den ersten Eindruck vom Spiel. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel bisher in der Demo fandet. Seid ihr auch der Meinung, das Wasser könnte noch ein kleines Update gebrauchen? Beziehungsweise, hier finde ich das wesentlich angenehmer als an der Küste. Weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber ich finde, das hier sieht das angenehmer aus als da hinten an der Küste. Ja, also wie gesagt, schreibt mal eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Dass es dieselbe Map ist, finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Was wollte ich noch beifügen? Wie gesagt, manche Grafiken wirken noch, als wären es die alten. Ich hoffe, das Spiel an sich bietet dann mehr für die Auflösung und ja, was wollte ich noch irgendwas sagen? Wasser habe ich ja gesagt. Was meint ihr dazu? Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns, wenn das Spiel rausgekommen ist, wahrscheinlich wieder in dem Game. Bis dahin.